Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch zu unserer allerletzten Let's Play-Folge für dieses Jahr. Schön, dass wir wieder dabei sind. Und dieses Jahr endet mit Tramsim. Ein toller Simulator, welcher dieses Jahr erschienen ist. Wir können uns eigentlich nicht mehr wegdenken, denn hier passiert einfach nur so unglaublich viel Tolles. Dementsprechend freue ich mich auf das nächste Jahr, auch mit Tramsim natürlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind hier immer noch unterwegs Richtung Stefan-Fahninger Platz. Jetzt ist es abends um 8. Mal gucken, wie jetzt das Ganze mit der Beleuchtung ausschaut. Und dementsprechend, lasst uns mal schauen, was uns hier erwartet. Gleiches Repaint, ich habe jetzt einfach nur die Uhrzeit umgestellt. Also ich muss sagen, irgendwas stimmt nicht so hundertprozentig leider. Was soll ich sagen? Was ist mit der Performance nicht in Ordnung? Also mein OBS ist total am Abdrehen. Ja, das Ding stirbt hier fast. Ja, also das ist ein bisschen komisch. Na, wenn Mutti nicht einsteigen will, können wir nichts dran ändern, ne? So, na denn. Hoffen wir mal auf schöne Weihnachtsbeleuchtung. Dick, 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 dick. Immer noch, wie gesagt, straßennass. Und gestern das neue Update von München noch gehabt. Hier haben sie zwei. Hoffentlich habt ihr da mal reingeschaut. Jetzt haben wir das Ganze natürlich auch vollständig, die Linie 154. Ja, also auch da passiert immer wieder mal was mit dem OMSI-Addon. Und letzte Folge hatten wir dann ja sowieso ja dann wieder Tramsim. Also von daher, wie gesagt, wir enden halt mit Tramsim. Ich denke mal, wir starten dann auch wahrscheinlich wieder. Mal gucken. Am 8. Januar ist dann wieder unsere erste Leitstellenfahrt dann wieder. Die findet in Rheinhausen statt. Da machen wir aber vorher natürlich nochmal eine Ankündigung. Wir verabschieden uns nämlich denn nach dem Stream heute Abend um 18 Uhr, 19 Uhr so in dem Dreh. Verabschieden wir uns nämlich in den Urlaub für dieses Jahr. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf 40A. Das ist schon cool mit diesen Leuchten hier. Das sieht schon echt nice aus. Diese ganzen Reflexionen hier, zum Beispiel hier auf dem Boden, ja, das hat schon was, ja, das hat schon was. Geht natürlich aber alles auch in die Performance hinein, ne? Das ist ja nur noch kein Geheimnis mehr. Söderle. Gehen wir mal raus hier und dann machen wir mal ein schickes Bild jetzt hier noch. Zu guter Letzt. So, bitte, Onne Oma. Dankeschön. So, ist ein nettes Bild. Ding. Ja, wie gesagt, heute Abend unser allerletzter Livestream, den wir hier veranstalten werden. Wir werden hier so ein bisschen kreuz und quer alles so machen. Für ein bisschen Lotus, ein bisschen vielleicht Ramsim nochmal. Werden wir mal schauen. Wir werden auch bestimmt das ein oder andere Spiel dann auch noch, denke ich mal, dabei haben. Und viele Gewinnspiele. Phasis hat sich ins Zeug gelegt und hat hier mal ein paar Entwickler angeschrieben für euch, dass wir da vielleicht das ein oder andere für euch eventuell haben. Als kleines Dankeschön natürlich nochmal. Pardon. Für dieses tolle Jahr, welches wir hier hatten auf ÖPNV-Simulation. Einiges passiert, die ÖPNV-News. Ja, die waren, standen teilweise manchmal nicht unter einem guten Stern und wie gesagt, die Let's Play-Folgen viel OMSI-lastig, ja, und sonst gab es ja halt wirklich wenig Konkurrenz. Das ändert sich hoffentlich denn mit dem nächsten Jahr, wie gesagt, großartigstes Projekt, auch noch hier bei uns der Bus-Simulator, der natürlich hier ordentlich Krawall macht hier bei uns auf dem Kanal. Also ein Video, wird es von uns kleinen YouTubern mit fast 140.000 Aufrufen. Das kann sich eigentlich schon mehr als sehen lassen. Und
So cool. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 1A. Ja, der gehört. So, wir haben Fahrt. Schön. Aber machen wir es langsamer. Genau, also wie gesagt, also war ein tolles Jahr, ein aufregendes Jahr. Auch für uns natürlich, dass wir jetzt eine Zusammenkunft jetzt haben mit Aerosoft, halt mit den nächsten Event und so weiter und so fort, ja. Also, ach, da vorne ist der halt der Punkt. Der steht hier mitten auf den Gleisen drüber, ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, mit dem nächsten Event Astragon als Partner, ja, die uns hier ganz schön pushen mit dem Bussimulator. Und wie gesagt, das ist alles ziemlich, ziemlich toll. Und ganz ehrlich, wo wir den Kanal damals zumindest gegründet hatten, wären wir davon niemals ausgegangen, dass wir irgendwann das Ganze mal so schaffen. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Dass wir hier auf jeden Fall und schon doch irgendwo so einen kleinen Namen irgendwo machen. Wir sind also nicht mehr so ganz unbekannt und dementsprechend freut es mich natürlich umso mehr, was natürlich im nächsten Jahr auf uns alles so wartet. Das wird einfach nur fantastisch. Also spätestens nächstes Jahr gehe ich auch davon aus, dass dort dann Sebastian erscheint. Wir werden noch einiges wahrscheinlich von Tramsim sehen, vielleicht sogar ein neuer DLC, man weiß es nicht. Rathausplatz. Der Bussimulator 21 kommt raus, da freuen wir uns natürlich auch schon ziemlich dolle drauf. Vielleicht sogar eine PlayStation 5 Version, das wäre natürlich nice, da hatte man sich ja damals ja nicht zu geäußert gehabt, weil man darüber ja angeblich noch nicht reden durfte. Oh ja, mein Weihnachtsmais. Großartig, stehe ich voll drauf. Frohe Weihnachten. Ey, wieso darf ich jetzt hier nicht hin? Achso, ja, es blockiert leider irgendwas. Ich dachte, wir durften uns weiter entfernen. Achso. Ja. Müssen wahrscheinlich mit der Bahn ein bisschen näher ranfahren. So. Ach ja, Leute. Morgen ist es soweit. Kinder sind natürlich schon voll aus dem Häuschen. Die freuen sich natürlich schon so tierisch drauf. Ja? Also meine Kinder. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ob der Zauber schon verflogen ist. Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. Dornbach. Wie gesagt, performance-technisch finde ich gerade so ein bisschen. Also ich habe extra nochmal nachgeguckt gehabt. Scheinbar gab es irgendwie bei OBS ein Update. Keine Ahnung, irgendwie fehlen mir da irgendwelche Einstellungen, die ich jetzt nicht mehr tätigen kann mit der Version, die ich jetzt gerade aktuell habe. Super lästig, ja. Mal funktioniert das und mal funktioniert das nicht. Und dann hast du aber das Problem wieder und so weiter und so fort. Toll, das ist natürlich. Liebe Fahrgäste, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. Sowie in Fahrzeugen. Ach ja. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall müssen wir uns da bedanken. Wie gesagt, Bussimulator nächstes Jahr, The Bus, wie gesagt, einiges für Tramsim. Vielleicht mehr von Lotus, vielleicht dann doch mal KI und Fahrpläne und mal gucken. Vielleicht ist da sogar neue DLC. Man weiß es ja nicht, man weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall, es geht hier spannend natürlich hier weiter, auch im nächsten Jahr. Wir müssen mal nur gucken, dass wir hier irgendwie nochmal irgendwas ein bisschen umstellen müssen. Ja, vielleicht, dass dann nicht zukünftig jetzt nicht jeden Tag eine Folge kommt. Vielleicht sogar dann nur noch alle 2 Tage eine Folge kommt. Aber da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Immer wieder sonntags gibt es dann die ÖPNV-News. Da bleiben wir dabei. Wir bleiben auch bei dem Tag dabei. U3, 46,
49. 48a. Auch da werden wir halt nichts ändern. Ja, also die werden immer weiterhin noch sonntags kommen. Wir hatten überlegt gehabt, ob wir das vielleicht auf einen anderen Tag verlegen. Aber ich glaube, so mit dem Sonntag, da fährt sich's ganz gut. Ja, weil wir dann halt wirklich noch die ganzen News, die eventuell am Samstag noch anfallen, den gleich noch mit in die News reinnehmen können. So, hier fehlt irgendwie der Punkt. So, jetzt habe ich hier keinen Punkt gesehen. Naja, viel. Der ist da vorne? Also manchmal sind die Punkte hier komisch gesetzt. So, alles einsteigen, 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 einsteigen. Und weg mit dir. Ah ja. Spiel geht einfach raus. Das finde ich sehr nice. Können wir leider nicht nochmal anhalten, wa? Hier hätten wir jetzt stehen bleiben müssen irgendwie. Naja. Ja, wie gesagt, also heute Abend gibt es dann halt passend nochmal den Livestream mit mir, dem Bio, mit dem Phasus, mit dem Dennis, mit dem Willi und dann halt noch mit dem Hobby selbstverständlich, der ist auch wieder dabei. Vielleicht haben wir hier noch den einen oder anderen Gast sogar eventuell dabei. Ja, wir werden auch ein paar Spiele spielen, wo es ein bisschen lauter werden könnte, also hat aber alles was mit Simulation zu tun. Wir hatten uns erst so überlegt, wie wir das Ganze machen. Ja, wir spielen ja auch gerne ab und zu mal so abseits immer noch so ein paar Spiele. Ja, wie zum Beispiel Among Us, welches ich absolut empfehlen kann, wenn ihr Freunde habt und ihr mal nicht nur Simulation zocken wollt oder sowas. Schaut euch Among Us an, sehr großartiger Titel. Und für wirklich einen Kleintaler. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich mir jetzt noch die Switch-Version kaufe. Dann kann ich schön über Switch spielen, während die anderen das Ganze dann halt über den PC spielen. Das Ganze hat nämlich auch noch Crossplay, Leute. Burgring. Umsteigen zu 57a. Deswegen, also da lassen wir uns auf jeden Fall heute Abend bestimmt noch was einfallen im Stream. Natürlich wieder haufenweise Zeugs, welches ihr gewinnen könnt. Also dementsprechend ist es nicht ganz umsonst. Und wie gesagt, Streamstart wird dann so irgendwann so zwischen 19 und 20 Uhr sein. Und dann geht das Ganze bis Open End einfach. Und dann schauen wir mal, wie es denn im nächsten Jahr dann dementsprechend weitergeht hier mit uns. Ja, und dementsprechend würden wir uns natürlich freuen, euch dort zu sehen. Aber es ist gerade ein bisschen schlechte Rotphasen hier. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Bombardier. Bin auch mal gespannt, wo die Reise halt auch noch halt mit Tramsen weitergeht. Man hatte ja uns ein bisschen was erzählt, wo wir im Gespräch waren, dass man ja im nächsten Jahr noch mal ein bisschen was zu sagen möchte zu bestimmten Sachen. Ja, bin ich mal gespannt, ob sich da halt wirklich noch was tut. Oder ob das von nur dahin gesagt wurde, um uns zu beschwichtigen, was ich nicht glaube. Also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder sonntags in die ÖPNV-News immer reinzuschauen. Wie gesagt, dass das Ganze jetzt ja auch mit ein bisschen so Teamverstärkung jetzt dabei ist, das ist ja auch nichts mehr Neues. Der Phasus wird sich jetzt zukünftig jetzt um den ganzen Train-Simulator-Kram kümmern. Also Train-Sim-World, Train-Simulator, Zusi, keine Ahnung, was da alles noch so gibt. Ja, also auch da wird es jetzt zukünftig ein bisschen was sich verändern. Ich werde mich jetzt halt wirklich nur noch auf das spezialisieren, ja, was ich der Meinung bin, was ich gut kann. Oh, genau. Und schon dürfen wir wieder warten, weil die Tür wieder nicht zuging. Da kann man natürlich auch Zeit verlieren, denn. Genau, also wie gesagt, auch da wisst ihr ja schon so ein bisschen, wie es läuft. Denn halt immer so Notfall immer mal noch, dass der Dennis dann hier einspringt. Dass da hier zumindest mal was kommt. Und deswegen halt auch so die Thematik, dass wir noch nicht so hundertprozentig wissen, schaffen wir es jetzt halt auch in diesem Jahr wieder wöchentlich, also täglich halt ein Video zu veröffentlichen. Oder schaffen wir es halt nicht mehr, weil ich näher mich ja nun auch langsam, ja, wenn das Ganze jetzt hier so weitergeht, auch so langsam dem Ende meiner Ausbildung entgegen, also mein Quereinsteiger als Busfahrer.
Und ja, dementsprechend weiß ich dann nicht mehr, ob ich dann zukünftig denn noch Zeit habe, eventuell Lust auf einen Simulator, wenn du halt dann schon, weiß ich, 8 Stunden gearbeitet hast auf dem Bus. Und dann sollst du abends noch eine Leitsteinfahrt machen. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Karlsplatz. Umsteigen zu U1, U2, U4, D2, 71, 2A, 59A. Leider ist hier immer noch das gleiche Problem, dass ich nicht weiß, warum hier die Performance teilweise manchmal immer so in den Keller geht. Das ist wahrscheinlich zu viele Objekte oder sowas. Ich bin das Ganze ja nur in Full HD, läuft ja eigentlich auch ganz gut. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier was mit der ganzen Spiegelung zu tun hat, weil die Straßen sind ja feucht und nass. Ne? Sieht man ja, wie sich das Ganze denn so spiegelt. Da geht es, wie gesagt, auch so ein bisschen natürlich in die Performance. Ich meine, spieltechnisch läuft das hier wirklich bombastisch. Da könnte ich das Ganze sogar in 4K spielen. Mit dem Aufnahmen ist das halt immer das Problem. Und auch kriege ich immer oft die Frage, ja, wird denn Tramsim denn auch für Konsole erscheinen? Ich würde euch gerne irgendwas dazu sagen, nur wissen wir es leider nicht. Wir hatten das Thema angefragt und man hat zumindest gesagt, dass man es nicht ausschließt, dass es eventuell eine Konsolenfassung geben wird. Aber man konnte zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir die Frage gestellt hatten, noch nichts dazu sagen. Dementsprechend, Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, immer in die ÖPNV-News reinschauen. Dann werden wir, da kommen solche Themen denn halt, ja, dass wir denn, das muss ich denn da sagen können. Aber wie gesagt, aktuell ist da jetzt uns nichts bekannt. So. Ich würde aber sagen, das soll es, wie gesagt, hier für heute mal gewesen sein. Wie gesagt, man hat sich hier wirklich viel Mühe gegeben. Zwar wiederholen sich hier die Häuser hier mit der Weihnachtsmarkierung, aber ey, mein Gott, das ist jetzt halt wirklich Graz und Linz. Das ist jetzt halt Meckern denn wirklich auf sehr hohem Niveau. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache von View App, dass die sich hier wirklich so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Und halt der Community so ein kleines Weihnachts-Winter-Update spendiert halt noch kurz vor Ende des Jahres. Ihr könnt, man muss es verstehen, wir sind ja wieder nun mal im Lockdown drin, sprich Homeoffice und den ganzen Kram, was wir eigentlich das ganze Jahr über schon so hatten, ja, zieht sich auch noch wahrscheinlich bis ins nächste Jahr. Absolut fantastisch, ja, es geht mir so auf den Senkel. Aber auch dennoch arbeitet man hier immer noch mit Hochdruck an Bugfixes, an Neuerungen, an neuen Content. Ja, und man macht und tut das Ganze für die Community. Und das finde ich eigentlich eine sehr löbliche Sache. Also von uns daher, View App, dicke darum, geh nach oben raus, ja. Und dementsprechend macht auch im nächsten Jahr so weiter. Und bleibt gesund, View App, ja, bleibt gesund, rutscht gut durch und lasst euch natürlich schön feiern. Und das nächstes Jahr genauso großartig wird wie dieses Jahr. Und das geht natürlich auch an euch, meine Zuschauer. Ihr Lieben, wir sehen uns dann hoffentlich heute Abend nochmal wieder zum allerletzten Livestream für dieses Jahr 2020. Also unbedingt vorbeikommen, mitmachen vielleicht. Das wäre natürlich noch geiler, wenn ihr denn dazu Bock hättet. Ich würde mich dann mega drüber freuen, euch dort wieder zu sehen. Auch wenn wir das heute Abend nicht mehr schaffen sollten, wünsche ich euch allen, ja, frohe Weihnachten, lasst euch reichlich beschenken, genießt die Zeit mit der Familie. Wie gesagt, trotz der aktuellen Lage, die da draußen herrscht, ist es trotzdem die Familie und dementsprechend macht es euch da gemütliche Tage. Denkt einfach dran, ihr müsst nicht zur Schule, ihr müsst nicht vielleicht nicht arbeiten oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, genießt die Zeit. Einen guten Rutsch ins nächste Jahr, heile Gesundheit viel, ne? Also lasst diese ganzen Böllereien weg und alles sowas, ne? Damit wir uns dann hier am 4.1. pünktlich zur nächsten Let's Play-Folge hier auf diesem Kanal wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich für alles. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.